Dankeschön.
Ich für meinen Teil möchte nur sagen, Salzburg wacht auf, wird nicht aufhören, so wie es gerade die Runde macht. Wir werden uns nur ein bisschen anders organisieren. Das heißt, dass wir nicht mehr jede Woche unterwegs sind, sondern dass wir einmal auswärts irgendwie die Leute unterstützen und vielleicht so einmal im Monat, dass wir dann wirklich schauen, dass wir alle zusammenkommen auch in Salzburg. Das wäre so unser Plan. Ich glaube, jeder hat irgendwie einen anderen Zugang, andere Gedanken. Aber das Wichtige ist, dass wir einen kleinsten gemeinsamen Nenner finden, das, was uns verbindet. Und ich glaube, dass es wichtig ist, dass wir uns auch deswegen schätzen und lieben lernen. Und nicht wegen irgendwelchen anderen Sachen. Und deswegen gemeinsam für unsere Freiheit, für unsere Kinder, für unsere Familien und für unsere Zukunft. Und nur so kann es gehen in Zukunft. Genau. Bravo. Machen wir dann die restlichen Tage da erinnern? Jeden Sonntag ist. Die Kirchen das jetzt auslassen. So, um 14 Uhr waren wir mehr. Ich möchte beginnen und mich bei den Freiheitstrichlern bedanken. Die haben eine gewaltige Geräuschkulisse gemacht. In Oberösterreich, besonders in Steyr, will man ja in Zukunft Lärm und in weiterer Folge damit Demos ein bisschen verbieten. Ich find's toll, dass Leute dagegen angehen. Ich muss sagen, ich fand das gerade ein bisschen unpassend, dass man die vielen Menschen, die geholfen haben, die Impfpflicht in Österreich letztendlich abzuschaffen, als banale Demotouristen betitelt hat. Aber wie gesagt, wir haben alle andere Meinung, auch wenn der Vorredner um 14 Uhr gesagt hat, die soll man gar nicht äußern. Ich tue es jetzt trotzdem. Ich danke jedem, der einst auf die Straße gegangen ist. Ich danke jedem, der heute auf die Straße gegangen ist. Und ich danke vor allem jedem, der das in Zukunft tut. Die Kerstin hat gerade gesagt, Salzburg wacht auf, wird weitermachen. Das ist lobenswert, das finde ich sehr gut. Für alle, die jetzt meinen, dass deswegen nicht jeden Sonntag ein Spaziergang ist, sei an dieser Stelle laut und deutlich verkündet, es wird jeden Sonntag um 14 Uhr in gewohnter Weise mit Salzburg wacht auf, ohne Salzburg wacht auf, wie und auch immer, unter welchem Titel das laufen soll, eine Demo geben. Weil das einfach notwendig ist und ich möchte den wenigen, die bis zum Ende durchgehalten haben, nochmal erinnern, auf der Parlaments-Homepage, also parlament.gv.at, eine Stellungnahme gegen das Krisensicherheitsgesetz definitiv hinterlassen. Das ist das neue Ermächtigungsgesetz. Das ist das, was legitimiert, was die letzten 36 Monate noch nicht ganz legitimiert war. Das ist die Impfpflicht durch die Hintertür, das ist die staatliche Kontrolle, das ist in weiterer Folge eine Kontrolle über den Staat hinaus durch nicht gewählte Organisationen. Das darf man als freier, mündiger Bürger und Steuerzahler nicht zulassen. Genauso wenig, wie man als freier, mündiger Steuerzahler zulassen darf in einem vermeintlichen Rechtsstaat, dass man für einen Propagandasender, egal ob man ihn nutzt oder nicht, ob man einen Fernseher hat oder nicht, zahlt. Das wäre dasselbe, als würde man nicht schwimmen, einfach die Jahresbadekarte aufs Auge drücken, egal ob sie sie konsumieren oder nicht. Das ist nicht rechtens. Das ist gesetzeswidrig, das ist unmoralisch und das ist das Österreich der momentanigen Lage, das ist das Österreich der neuen Normalität und dagegen gehört aufgestanden, dagegen gehört aufmarschiert, dagegen gehört unterschrieben, dagegen gehört bei der nächsten Wahl an der richtigen Stelle ein Kreuz gemacht und dagegen gehört demonstriert. Für den Frieden, gegen Kriegstreiberei, für die Neutralität, gegen die Teuerung und alles, was in diesem Land gerade schief läuft. Und wer da nicht aufsteht, der darf sich dann in der Zukunft fragen, ob er denn nicht eventuell zu den Deppen gehört hat und nicht zu denen, die aufgestanden sind für ihr Land. Ich danke fürs Zuhören. Ich werde jetzt weiterziehen. Ich muss jetzt noch zur Raiffeisenbank und ein bisschen Geld abheben, solange noch eins drauf ist, dass der Solenski nicht beschlagnahmt hat. Und dann werde ich jetzt so schön und privat ein bisschen Johnny Cash Geburtstag feiern. Wir sehen uns nächsten Sonntag. Bleibt wacker, bleibt tapfer und lasst euch von dem bisschen weißen Zeug nicht schrecken. Das ist der Beweis, dass die Klimaerwärmung funktioniert. Und wenn dann die Klimakids aus Bali zurückkommen, picken sie sich eh wieder drauf fest. Dankeschön, schönen Sonntag, tschüss.
weil es jetzt nur gemeinsam geht, möchte ich mich auch nochmal herzlich bedanken bei den Trichler, die gekommen sind, bei den Linzer, die gekommen sind. Ich bin ganz froh drum, dass wir jetzt endlich wieder Wege finden, dass wir gemeinsam was tun. Wird sich in Zukunft hoffentlich nicht ändern. Wir haben alle dasselbe Ziel. Und weil es eben nur gemeinsam geht und es Menschen gibt, die in dieser Zeit einfach kaputt gegangen sind, weil sie keinen gehabt haben, möchte ich in dieser Minute an Clemens Arbeit denken, der sich am 18. das Leben genommen hat. Höchstwahrscheinlich. Man weiß ja nicht genau. Und ich möchte gern ein Lied von ihm vorspielen, was er mal in der Natur am Klavier aufgenommen hat. Vielleicht denken wir alle mal gemeinsam an ihn kurz und überlegen uns, wie wichtig das ist, dass wir zusammenhalten und uns nicht an Kleinigkeiten aufreiben. Danke. Den Spiegel möchte ich zurückhalten. Ruhe in Frieden, gehabt dich wohl. Irgendwann sehen wir uns wieder. Baba.